jetzt das Heute-Journal. Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima. Dach und Wände des Reaktors sind eingestürzt. Japan fürchtet eine atomare Katastrophe. Guten Abend zum Heute-Journal. Widersprüchlich sind die Informationen aus Japan. Einiges spricht dafür, dass im Reaktor Fukushima eine Kernschmelze begonnen hat. Die Angst vor einem atomaren Super-GAU überschattet alles andere an diesem Tag. Ein Tag, der für Japan aber auch so schon schrecklich genug ist. Das Erdbeben und der nachfolgende Tsunami hat vor allem in den unmittelbar betroffenen Küstenregionen schwerste Zerstörungen angerichtet, die heute immer mehr sichtbar wurden. Auch wenn sich das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht erfassen lässt. Die Behörden gehen davon aus, dass weit über 1000 Menschen ihr Leben verloren haben. Doch allein in einer Hafenstadt im Nordosten des Landes werden noch 10.000 Menschen vermisst. Und über allem schwebt die Angst um den Reaktor in Fukushima, einen der größten Atommeiler des Landes. Die Behörden haben den zu evakuierenden Umkreis um das Kraftwerk auf 20 Kilometer erweitert. An die Bevölkerung sollen Jodtabletten verteilt werden. Außerdem raten die Behörden, Fenster und Türen zu schließen und nach einem Aufenthalt im Freien zu duschen. Auch das lässt vermuten, dass die japanische Regierung mit dem Schlimmsten rechnet. Auch wenn sie nach außen weiter den Eindruck erweckt, die Lage unter Kontrolle zu haben. Christian Kirsch berichtet. Etwas Unwirkliches haftet diesen Bildern an. Flüchtlinge sind sie, kranke, alte, Kinder auch. Überstürzt haben sie ihre Häuser verlassen, nur weg von Fukushima 1. Heute Nachmittag das Bild, mit dem die Welt seit heute leben muss. Explosion im Kernkraftwerk Fukushima an der Pazifikküste. Wasserstoffgase, heißt es offiziell, hätten sich entzündet, weggerissen das Dach des Gebäudes. Was genau ist dort los? Japan lässt die Welt rätseln. Japans Regierungschef Naoto Kan, heute medienwirksam am Ort des Desasters, nur er sagte nichts, nur so viel, eine Kernschmelze habe es bislang nicht gegeben. Was also ist der Stand der Dinge? Schwer beschädigt jedenfalls das Reaktorgebäude. Offiziell ein Unfall der Kategorie 4, Tschernobyl erreichte die Endstufe 7. Radioaktivität ist ausgetreten, der Druck im Reaktor ist zu hoch, der Kühlwasserstand zu niedrig. Betonwände sind zerstört, das Kühlsystem schwer beschädigt, nicht aber, heißt es offiziell, die Stahlhülle des Reaktors. Die Informationen diffus, Ferndiagnosen. Neue Pläne der Regierung im Kampf gegen die drohende Kernschmelze. Wir wollen jetzt den Meiler mit Meerwasser fluten. Auf diese Weise könnten die Brennstäbe gekühlt werden. Dem Seewasser wolle man Borsäure beimischen. Das allerdings dauert mindestens 10 Stunden. Das Kraftwerk, hier Bilder von gestern, wurde heute wieder von schweren Nachbeben erschüttert. Den Reaktor mit Meerwasser zu kühlen, halten Fachleute für einen Akt der Verzweiflung. Fukushima 1 vor der Kernschmelze. Die Betreiberfirma TEPCO hat eine pannenreiche Vergangenheit, Unfälle, Schlamperei, Lügen. So schnell wie möglich, sagen die Behörden, solle man die Region verlassen. Der 40 Jahre alte Meiler sollte Ende des Monats eigentlich abgestellt werden, dann kam das Beben.